Guten Morgen aus Ungarn. Heute sind wir mit dem Fahrrad unterwegs und zwar nach Kunzent-Marathon zum Einkaufen. Und da nehme ich euch ein Stückchen mit. Lass mal sehen, wie es dort aussieht. Ja, ihr hört es ja schon, die Wege sind nicht ganz so toll. Da hoppelt es ein wenig, aber gut, das kriegen wir auch hin. So, eine kleine Besonderheit hier in Ungarn. Mit dem Fahrrad auf der Straße strengstens verboten. Ihr müsst diese Wege benutzen. Das ist ein schöner Radweg, das ist ja also kein Problem. Aber ich zeige euch nachher das Verbotsschild, da ist ganz klar ausgewiesen, Radfahrer verboten. Das könnte nämlich sonst ein Knöllchen geben. So, wir haben heute den 20. September und jetzt zeige ich mal ein bisschen was von der Landschaft hier. Es ist zwar schöner Sonnenschein, für heute Nachmittag sind Regenschauer angesagt, aber es ist heute auch ein wenig frisch heute Morgen. Aber gut, es ist ja gerade überall so, dass das Wetter ziemlich abgekühlt hat. So, hier geht es dann nach Selveni. Da habe ich entdeckt, dass es ein Aldi gibt. Da muss man auch mal hingehen. Das sind aber einfache Strecke, 32 Kilometer. Aber ich glaube, das Städtle selber würde sich auch lohnen zum Anschauen. Mal schauen, vielleicht reicht es uns noch. Auch vom Wetter her, dass man mal sagt, man macht einen schönen Tagesausflug. Aber man merkt, der Sommer geht, der Herbst kommt, das merkt man schon. Hula de Calaco heißt es. Also manche Dinger werde ich wahrscheinlich falsch aussprechen, ich weiß es nicht. So, hier wird es dann rechts weggehen. Wir gehen gerade weiter nach Kunzent-Marathon. Da ist heute auch Markt. Heute haben wir ja Dienstag, der 20. September. Und dann schauen wir auch nochmal vorbei. So, jetzt kommt so ein Schild, wo ich euch gesagt habe, mit dem Radfahrerverbot. Links am Straßenrand könnt ihr es erkennen. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Jetzt müsst ihr das sehen. So, wir fahren nach Kunzent-Marathon rein. Ich schnell ein Stückchen über die Brücke und dann sind wir da. Ja, das ist jetzt kein
Rato in dem Sinn, wie gesagt, eine Einkaufsfahrt. Aber ich dachte, ich zeige euch auch mal die Bildle. Jetzt kommt schon die Brücke und jetzt könnt ihr schon die Kirche von Konstantin erkennen. Und da geht es jetzt drüber. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Tja, heute sollte ein Markt sein, aber da ist nur ein Händler da mit so Krimskrams. Und sonst ist alles leer. Was ist da los? Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rüber. So, also auch hier. Ah doch, ein bisschen was ist. Aber es haben immer weniger wahrscheinlich. Oh, hier haben wir eine kleine Musikeinlage. Was man alles erlebt hier auf dem Markt. Ja? Aber wie ihr seht, das meiste ist alles leer. So, jetzt geht's weiter zum Lidl zum Einkaufen. Ist auch mal interessant in die Nebensträßle. Sieht man auch das eine oder andere. So, eingekauft und jetzt geht es wieder zurück auf den Platz. So, jetzt geht es wieder über das schöne Brickli drüber. Unsere Fahrradtaschen sind voll. Wenn man alles kriegt, was man braucht.
So, jetzt geht es hier auf den Parallellauf, der Radweg, Holperstrecke bis zum Campingplatz. Aber das ist ja schon gesehen, die Strecke. Und deswegen sage ich jetzt tschüss. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.